Lebensgefahr statt vollgeladene Autos. In Berlin brennt eine Ladesäule für Elektroautos lichterloh. Anwohner bemerken in der Nacht die Flammen, rufen die Feuerwehr. Die Gefahr: Durch die Ladesäule fließt immer noch Strom, direkt daneben steht ein E-Auto. Doch die Einsatzkräfte können das Feuer löschen, ein Übergreifen auf das Auto verhindern. Großes Glück, verletzt wird bei dem Vorfall niemand. Was zu dem Brand geführt hat, völlig unklar. Pech für die Anwohner, sie müssen sich nun eine neue Ladestation suchen.